Der Krieg gegen die Ukraine zeigt zudem in aller Deutlichkeit, unsere Abhängigkeit von russischem Öl und Gas hat auch eine sicherheitspolitische Bedeutung. Wir sollten unsere Energiepolitik endlich auch unter diesem Aspekt anschauen und dafür sorgen, dass die Schweiz unabhängig von Despoten wird. Gefragt sind Investitionen in unsere Infrastruktur und Kooperation und Vernetzung mit Europa. Konkret einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien und ein Abschluss eines Stromabkommens mit der Europäischen Union. Zeiten der Krisen können Klarheit schaffen. Der russische Angriff hat weitreichende Folgen für die Demokratien in Europa. Meine Damen und Herren, Demokratie und Freiheit schützen wir mehr denn je durch Kooperation mit Gleichgesinnten.